wie entferne ich mich aus einer toxischen Freundschaft? Et voilà. Also wenn wirklich deine Kollegin dir nicht gut tut und du merkst es, wie ziehst du dich dort am besten zurück? Muss man auch so, also im Hinterkopf behalten, toxische Freundschaft oder auch Beziehungen, die, also so, manchmal kommst du nicht so einfach aus denen raus, weil die Leute sind manchmal schon auch hartnäckig. Mhm. Eigentlich, an du, wo ja angehende Primarlehrerin bist, müsstest jetzt die perfekte Antwort auf den Tisch legen. Aber wärst du jetzt deinen SchülerInnen also an der PH habe ich gelernt, man muss immer reflektieren. Und einfach viel reden, oder? Und viel reden, ja. Viel reden. Und ich denke, reden ist jetzt gar nicht mehr so ein schlechter Tipp. Ja, ich finde auch. Also ich habe gesagt, der erste Schritt ist einfach mal mit der anderen Person reden und sie auf ihr Verhalten aufmerksam machen. Weil ich weiss, wir sind jetzt gleich in einem Alter, wo man vielleicht einfach Sachen macht, wo man denkt, dass es richtig ist. Und in einem Alter, wo man halt mega viel auch lernt. Und vielleicht braucht das die andere Person, dass ihr mal jemand sagt, hey, schau mal, du klammerst. Oder das Verhalten finde ich jetzt voll nicht okay, es verletzt mich, es engt mich ein, irgendwas. Und wenn das halt nichts bringt, dann muss ich die Freundschaft beenden. Und dass dieser Person dann auch so kommunizieren, hey, schau, wenn das nicht besser wird, dann tschüss. Ja, das finde ich noch cool. Also nicht so cool für die anderen, aber ja. So wie eine Art Deadline oder so. Okay, schau, gibt dir jetzt Zeit, das zu verbessern, aber sonst hat das keinen Sinn für mich. Mhm. Und dann muss man es halt auch durchziehen.